bayerischen Minister für Finanzen, Landesentwicklung und Heimat. Ich freue mich sehr, dass er zugesagt hat, denn mit allen drei Themen steht er ja auch ein Stück für unseren Weihnachtsmarkt. Zuallererst die Finanzen natürlich. Er kriegt seinen Teil davon ab, oder der Staat natürlich, er selber auf großen Umwegen. Aber Landesentwicklung auch, denn dieser Markt hat vor 39 Jahren zum ersten Mal hier stattgefunden und hat sich als Teil des Landes auch zu einem wirklich eindrucksvollen Weihnachtsmarkt entwickelt. 1976 waren wir hier in Heidhausen mit Schwabing zusammen die ersten Weihnachtsmärkte außerhalb der Innenstadt. Mittlerweile gibt es ja eine ganze Menge, aber ich höre immer wieder gerne, wenn mir jemand sagt, wir hätten den schönsten. Und wir repräsentieren natürlich Heimat. Also von daher, besser kann es gar nicht passen. Hohe Geistlichkeit, Prinzen und Prinzenpaare, liebe Ehrengäste, ich mache es zusammen, damit ich keinen vergesse. Vor allem liebe Kinder, zunächst einmal möchte ich ein Kompliment machen. Wie unsere Kinder wundervoll gesungen haben, das ist der eigentliche Höhepunkt zum heutigen Abend. Herzliches Dankeschön an euch, das habt ihr toll gemacht. Es ist mir eine große Ehre, die Eröffnung heute mitmachen zu dürfen. Ich gebe zu, ich war schon öfters da, meistens aber nicht offiziell, sondern denn ich bin ja eigentlich seit 21 Jahren Arbeitnehmer hier im Stadtteil, nämlich im Bayerischen Landtag. Und immer wenn mal eine ganz besonders spannende Sitzung im Dezember war, und da gibt es viele, bin ich mit meinem Freund Ludwig Spänle mal, also haben wir gedacht, wir müssen unseren Geist etwas auffrischen und sind dann ab und zu hergegangen. Deswegen kenne ich das und schätze das außerordentlich. Dies ist wirklich nicht nur der älteste Weihnachtsmarkt in München, sondern der schönste, wenn ich das sagen darf, weil die Atmosphäre hier wundervoll ist. Ein herzliches Kompliment dazu. Es ist einfach was Besonderes und in dieser Zeit, wo viele Menschen verunsichert sind, ist es auch ein Signal, dass wir mit so einem Tag heute unsere Lebensfreude, unsere gemeinsamen Werte, unsere Heimat nicht kaputt machen lassen, sondern dass wir zu unserem Land und unseren Werten stehen, meine Damen und Herren. Ich glaube, das ist wichtig. Dass es auch Weihnachtsmarkt und nicht Wintermarkt heißt, auch das ist heute ein Bekenntnis. Es gibt ja viele Leute, die reden lieber vom Wintermarkt, sondern sie an Weihnachtsmarkt denken, an die Musik. Ich habe mich selber erinnert, wir, bei uns zu Hause ist auch so, wir machen regelmäßig Musik. Meine Frau kann Klavier spielen, ich mache so Sprechgesang, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Dieses Jahr wird es allerdings schwieriger, weil letztes Jahr zu Weihnachten mein Sohn ein Schlagzeug bekommen. Und ich bin gespannt, wie Udo Fröhlich dann mit Schlagzeug meines Sohnes klingen wird. Ich wünsche Ihnen einfach eine schöne Weihnachtszeit. Der Weihnachtsmarkt ist ja immer so die Vorfreude, wenn man sagen darf. Ja? Weil letzte Woche haben wir noch ein Wetter gehabt, wo wir gedacht haben, wir haben wahrscheinlich bald Ostern und nicht Weihnachten. Jetzt haben wir auch ein bisschen das richtige Wetter dazu. Aber die Stimmung, die Lichter, die Gerüche, der Duft, das ist das, was Weihnachten in der Vorfreude ausmacht. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Genießen Sie viel Frieden für uns alle. Es sind zwar noch vier anstrengende Wochen, die wir haben, aber vor allem Frieden für unsere Gemeinschaft hier. Ein Stück weit zusammenhalten und zusammenrücken. Ich jedenfalls bedanke mich, dass ich hier da sein darf. Und sage zum Schluss, bevor wir sozusagen öffnen, an dich ein herzliches Dankeschön. Das mit der Begrüßungsliste ist ganz okay. Würde es mir noch mal vorher aufschreiben, dann ist es leichter. Aber ich möchte... immer leichter, aus Erfahrung, ja. Aus Erfahrung. Nein, ich muss auch sagen, glänzende Arbeitsteilung, weil er hat gesagt, ich begrüße euch und wenn ihr Probleme habt, wendet euch doch drüben. Auch das ist in der Staatssicherung genauso. Aber unabhängig davon, einfach ein herzliches Dankeschön, weil das ist eine unglaubliche Arbeit von euch allen, das auf die Beine zu stellen. Weil, sagen wir mal so, wir nehmen das ja alles als Selbstverständlichkeit hin, dass es super ist, dass super funktioniert. Und diese Selbstverständlichkeit ist durch ein ganzes Jahr, muss man dafür planen. Toll gemacht, ein herzliches Vergelt's Gott und uns allen einen schönen Weihnachtsmarkt. Danke. Eine kleine Frage. Wir sind die Einzigen, die dort sind. Ah, okay. Das ist der Christenmarter. Prost. Ja, sehr schön. Ich finde es mit den Bäumen wunderschön gemacht. Ja. Ja. Ich hätte noch ein bisschen Schnee bestellen können. Dann wäre es noch so ein bisschen. Weiter war früher schon kalt. Ja, das stimmt. Ja. Letzte Woche hätten wir fast sozusagen mit Badeanzug, Badehose.